Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und es wird endlich mal Zeit, das Unboxing Hardware-Check werde ich wahrscheinlich nicht machen können, von der Ladestation für die Xbox One Controller zu machen von Linecast. Das ist die LC10. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr Xbox LC10 und PlayStation 4 ist LC20. Also je nachdem, was ihr braucht. Die sehen optisch genauso gleich aus. Die Controller werden oben drin gelegt. Logischerweise dadurch, dass der Xbox One Controller eine andere Form hat, ist es hier natürlich anders ausgeschnitten als für die PlayStation. Kann ich euch mal zeigen. Ich zoome mal ran, dann seht ihr das. Hier ist es halt, seht ihr ja, wie es hier ausgeschnitten ist. Ja, ein bisschen höher machen sehe ich gerade. So, hier ist es halt mit immer so einer Vertiefung und hier sind irgendwie Akku-Packs irgendwie mit bei. Ich weiß es nicht. Und dort ist es dann halt ganz anders, weil der PlayStation 4 Controller, der ist ja dann logischerweise geradlinig, also unten gerade, der hat halt nur diese Ausbuchtung. Ja, und von daher sind die dann so ein bisschen unterschiedlich. Batteries inklusive. Ach, hier sind Batterien inklusive. Okay. So, dann werden wir die schon mal auspacken. Ich muss hier aufpassen, dass ich mir nicht wieder die Pfoten wegschneide. So. Und wie immer, erst Unboxing, dann Hardware-Check. Hardware-Check kann ich leider nicht wirklich machen, da ich ja keine Xbox One habe oder Xbox 360 ja auch nicht. Und ich habe kein Dings bekommen. So, haben wir einmal den Karton. Oh, hier ist auch wieder ein Aufkleber mit bei. Haben wir hier. So. Alles mal ein bisschen ordentlich hinräumen hier, dass es ein bisschen schicki aussieht. So. Und dann werden wir das mal so machen. Dann sieht man vielleicht schon ein bisschen was. So, und ihr habt dann halt logischerweise hier wieder einen Aufkleber mit bei. Wie bei der Ladestation für PlayStation 4 auch von Linecast. Wir haben ein Linecast Beileg-Zettel, wo die Webseite draufsteht und so. Und natürlich eine Bedienungsanleitung haben wir mit bei, wie wir den Controller da richtig aufmachen. So. Und dann haben wir hier zwei Akku-Packs, den Stromkabel, den USB-Kabel, also beziehungsweise hier ist ein Adapter von Strom auf USB. Und den USB-Kabel und die Ladestation an sich haben wir da. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Und das werden wir gleich im... Ach, packen wir. Ist ja Unboxing. Packen wir alle aus, legen das hier schon mal hin. Angucken tun wir uns im Hardware-Video. Da ist das. Und da guckt mal. Ist das nicht geil? Mit dem Linecast-Logo drauf. Und der Schrift da unten. Ich finde das geil. Ich finde sowas geil. So eine Clean Gimmicks finde ich mega geil. So. Dann haben wir hier noch die Controller-Ladestation. So. Aber genauso wie der von der PlayStation. Sehr geil. Aha. Ah, okay. Und die Akku-Packs sind für den Controller. Die werden da vorne, werden dann rauf gemacht. Und da hat man dann halt hier die Punkte und hier hat man dann halt den Micro-USB. Okay. Gut, dann würde ich sagen, jetzt beende ich erstmal das Unboxing und wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.